Sie haben eventuell schon mal was erledigt außerhalb der ganz normalen Arbeitszeit. Eventuell manchmal, eventuell öfters oder eventuell auch sehr viel öfters. Eventuell sogar sehr viel öfters, als Sie vielleicht wollen. Und deswegen ist die Frage, müssen wir 24/7, 24/7 rund um die Uhr verfügbar sein? Und wie sollte sich das eigentlich regeln, wenn wir heute darüber sprechen, dass gerade wenn es Kundengeschäft gibt, ja am Ende auch jene zufriedengestellt werden sollen oder auch müssen? Denn gar klar ist halt, und das muss heute keiner mehr erwähnen, Kunde zahlt das Gehalt, da brauchen wir keine Motivationsplakate mehr oder irgendwelche merkwürdigen Rundmails, denn wir müssen schauen, wie können wir es realisieren, dass wenn so eine Erwartung vorhanden ist, das nachher sich auch in der Arbeitswelt entsprechend abbildet. Wichtig erstmal, wir haben so eine Art Always-on-Gesellschaft, immer verfügbar sein und dadurch entsteht Druck. Und mit diesem Druck muss man umgehen und das führt zu zahlreichen Problemstellungen. Es gibt meistens faktischen Druck, ist gerne auch Audioansagen durch Führungskräfte. Also auf dem Audiokanal wird von der Führungskraft gesagt, für Kunden müssen Sie bitte immer verfügbar sein. Rein zufällig wird von manchen Führungskräften das nie verschriftlicht, woran das wohl liegt. Also beinahe so, als ob die Führungskräfte wüssten, dass das weder sinnvoll ist noch überhaupt machbar, geschweige denn legal. Aber es gibt auch anderen Druck. Wir müssen jetzt gar nicht davon ausgehen, dass Führungskräfte sagen, alle müssen jederzeit verfügbar sein. Es gibt genug Führungskräfte, die das nicht sagen, die auch selber sagen, ich habe Time off, Zeit, wo ich nicht verfügbar bin, das steht jedem anderen auch zu. Aber es gibt eben auch den emotionalen Druck, wo gesagt wird, ja, Teams organisieren sich selbst und sie schaffen das schon. Und dann haben sie im Team ein paar Personen, die dann meistens auch in der Lage sind, sich so zu organisieren, aufzustellen, dass diese Menschen nahezu immer verfügbar sind. Und dadurch entstehen entweder zum Beispiel durch die Firma oder auch je nachdem, wo sie wohnen, durch die Gesellschaft oder eben auch durch ihr Team ein Druck, wo es nie geäußert wird, aber weil so viele eben mehr verfügbar sind, als der normale Beispiel der Arbeitsvertrag es hergibt, weil das eben der Fall ist, möchte man nicht die Person sein, die dann weniger verfügbar ist. Und daher ist der Druck dann irgendwie da und man beugt sich dem mehr oder weniger direkt oder auch indirekt. Das hat sich Nebeneffekte. Es gibt natürlich einmal physische Nebeneffekte, zum Beispiel wie Schlafmangel. Wenn Sie also regelmäßig zu wenig schlafen, dann wissen Sie bei kleinen Dingen wie leichterer Gereiztheit, dass Sie sich bei kleinsten Dingen aufregen, bis hin zu schwerwiegenden Dingen, dass Sie überhaupt keine Erholung mehr haben, dass Sie nachher dann auch entsprechend psychische Nebenerscheinungen haben, bis hin zum Burnout und schlimmeren Dingen. Und deswegen ist immer wichtig, wie ist denn die Abwägung von viel Arbeit? Und viel Arbeiten ist ja heute auch immer noch in vielen Gesellschaften anerkannt, auch wenn das Thema Work-Life-Balance immer relevanter wird und auch immer präsenter wird. Aber uns ist eben auch klar, und das ist simpelste Logik, da muss man jetzt kein arbeitswissenschaftstreibender Mensch sein. Also man muss nicht in der Wissenschaft tätig sein, damit einem klar ist, wenn ich am Tag 10, 12, 14, 16, 18, 20 Stunden am Tag arbeite, irgendwann kommt der Punkt, wo ich zwar viel arbeite, aber nicht Sinnvolles mehr produziere. Also sprich, das, was ich produziere, ich habe nachher so viel Aufwand, die Fehler, die ich produziert habe, zu korrigieren, dass ich am Ende dann doch nichts gewonnen habe. Und deswegen ist die Frage, wie geht's denn besser? Wichtig ist erstmal eins, klare Regelungen und das heißt verschriftlichte Regelungen. Und wenn es nur eine E-Mail ist, das ist das absolut Mindeste. In der Sekunde, wo Regeln nicht verschriftlicht werden, insbesondere wenn es um Arbeitszeit geht, hat das meistens Gründe. Und die Gründe sind meistens, dass irgendwas außerhalb der gesetzlichen Regularien passiert. Und das geht nun mal nicht. Völlig egal, wie sehr man das möchte, es ist völlig klar, dass das früher oder später zu einem Problem wird. Denn eins ist nun mal auch eindeutig, wenn Sie mit Leuten irgendwann Probleme haben und sich irgendwann mal, ich hoffe nicht, dass Ihnen das passiert, aber sich eventuell mal vom Arbeitsgericht treffen, dann sind solche Dinge wie die Arbeitszeit sofort auf dem Programm. Und dann ist sehr leicht nachvollziehbar, wie lange gearbeitet wurde, von wann bis wann wurden E-Mails, von wann bis wann wurden Anrufe getätigt. Das ist alles heute klar digital nachweisbar. Und damit ist klar, dass klare Regelungen eben immer bedeuten, eine Verschriftlichung mindestens per E-Mail. Und ebenso ist klar, wenn wir es besser machen wollen, Arbeit ist Arbeit und somit auch Arbeitszeit. Immer wenn gesagt wird, machen Sie mal nebenbei, das ist ja nicht so wirklich Arbeitszeit, aber natürlich ist es Arbeitszeit. Also ich war doch relativ erschüttert, wie ich in den letzten Wochen von manchen Führungskräften sah und auch hörte, wie manche sagen, ja, so ein bisschen nebenbei was machen ist keine Arbeitszeit. Doch, also wenn ich was für die Arbeit mache, ist das Arbeitszeit. Und jetzt werden einige sagen, ja, für Sie, Herr Brabant, als Selbstständiger ist was anderes. Stimmt. Und genau den Aspekt müssen wir auch berücksichtigen.
Das Spektrum geht eben von zum Beispiel der Verbeamtung mit sehr klaren Regelungen. Wenn Sie glauben, dass da keine Überstunden gemacht werden, liegen Sie komplett falsch. Ich komme aus einer Beamtenfamilie, glauben Sie mir, da werden deutlich mehr Überstunden gemacht, als Sie glauben. Und von der Vergütung her, geschweige denn nachher dem Abfeiern durch Freizeit, da sieht es doch teilweise etwas sehr sparsam aus. Also wenn wir jetzt gehen vom Beamtentum über die Festanstellung bis hin zur Selbstständigkeit, wo wir natürlich auch Aspekte haben wie Eigen- oder Fremdmotivation. Ich zum Beispiel natürlich, wie viele werden mich kennen, ich bin sehr häufig verfügbar, also völlig egal, ob E-Mail oder Instagram, auf welchem Kanal auch immer Sie mich erreichen. Ich bin im Endeffekt sehr häufig nahezu immer erreichbar. Das ist aber meine eigene Entscheidung. Und gerade auch in der Selbstständigkeit bin ich nur mir selbst da verpflichtet. Und außerdem ist es halt so, wenn ich halt mehr arbeite, führt es direkt dazu, dass ich einen höheren Verdienst habe. Da gibt es eine direkte Kopplung ohne jeglichen Filter und ohne jegliche Ausnahme. Und deswegen ist auch klar, dass Sie sich dem stellen müssen. Und wenn Sie jetzt sagen, dann nehme ich eben nur noch selbstständige Mitarbeitende, das können Sie, wenn Sie mal, Sie müssen natürlich schauen, dass es innerhalb der gesetzlichen Regularien ist, Stichwort Scheinselbstständigkeit. Wenn Sie aber dann schauen, dass diese Selbstständigkeit eben auch bedeutet, dass wenn Sie Leuten sagen, du tust das jetzt und die Person sagt nein, dann ist das so. Denn Selbstständige sind Ihnen nicht direkt Weisungen untergeben. Da müssen Sie als Führungskraft nochmal eine ganze Schippe drauflegen, qualitativ, weil Sie wissen, theoretisch könnten alle Nein sagen. Und dann ist es ein Nein. Ein Sonderfall ist immer das Volunteering, also der Freiwilligendienst. Menschen, die zum Beispiel Hobbys haben, wo sie sehr viel Zeit reinstecken. Wenn Menschen sich zu etwas freiwillig melden, deswegen ist es ja auch dann nicht am Arbeitsvertrag unterlegen. Das kennen Sie von manchen Vereinen, Gruppierungen, Freizeitgestaltung und so weiter, wo manche Menschen sehr viel Zeit in Hobbys reinstecken. Das ist eine freie Entscheidung. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Art der Selbstständigkeit, wo Menschen für sich entscheiden, was mache ich gerne, wie lange. Und deswegen solche Vergleiche wie, ja, wenn Sie im Fußball-, Handball-, Basketballverein 12 Stunden am Tag arbeiten können, dann können Sie auch bei der Arbeit, naja, vielleicht sind in dem Verein einfach andere Strukturen oder mehr Dankbarkeit, mehr Wertschätzung. Gibt es mit Sicherheit Dinge, wo man fragen könnte, haben Sie das denn dafür bei sich auch? Und dann möchten Sie plötzlich das Thema vielleicht nicht mehr so haben. Aber einige sagen eben auch ganz klar, gibt es nicht sowas wie Best Practices, irgendwas aus der Industrie, wo man sagt, so hat man das Ganze mal klar geregelt. Und ja, das gibt es. In der Tat sogar spannenderweise aus der IT, weil dort Arbeitszeiten natürlich sehr früh ein Thema waren. Denn, sehen wir realistisch, wann kann die IT nicht verfügbar sein? So gut wie nie. Und damit haben Sie automatisch und sehr schnell ein Thema der Arbeitszeit. Und deswegen ist wichtig, die IT macht es hier vor. Es gibt einen Standard, der nennt sich ITIL. Den kann man jetzt, und das müssen Sie jetzt schauen, wie viel davon Sie nehmen möchten. Sie müssen nicht alles nehmen, aber ich empfehle Ihnen, dass Sie einiges davon nehmen. Denn wir haben hier drei Aspekte, die ich Ihnen näher bringen möchte. Also einmal, das ist das, was einige kennen werden, das SLA, das Service Level Agreement. Und das haben Sie in einigen Organisationen heute schon. Da sind zum Beispiel dann Vereinbarungen getroffen. Einige sagen auch, wir haben sowas wie Kernarbeitszeit. Man kann sich die Arbeitszeit einigermaßen aussuchen, solange von bis x Uhr hier eine telefonische Verfügbarkeit gegeben ist. Das ist eine Art Service Level Agreement. Da wird vereinbart, von wann bis wann sind welche Dienste verfügbar. Und der Begriff Service Level Agreement ist der, der meistens auch überall verwendet wird, auch wenn es fachlich nicht ganz korrekt ist, wenn wir nach dem Best Practice Standard von ITIL gehen. Der Service Level Agreement definiert, was ist wann, zu welchen Zeiten, wie verfügbar. Und da wird dann, und dann, wenn Sie übrigens sowas schreiben, wissen Sie mal, wie viel Aufwand es ist, genau zu definieren, was eigentlich wann, wie, wo verfügbar sein muss. Aber klar ist eben auch, wenn Sie es definiert haben, dann haben Sie endlich einen Punkt, wo Sie sagen, alle wissen, woran man ist, und Sie haben einen riesen Konfliktherd aus der Welt geschaffen. SLA sind allerdings eigentlich, wenn wir es genau nehmen, dafür gedacht, dass Organisationen das mit Kunden machen. Und die IT sieht auch Mitarbeitende als Kunden, richtigerweise. Denn die IT ist eine Dienstleistung für die Organisation. Wenn Sie jetzt innerhalb der Organisation eine Vereinbarung treffen, dann nennt man das allerdings eigentlich OLA, Operational Level Agreement, also auf der operativen Ebene. Wie sind gewisse Abteilungen untereinander vernetzt, verfügbar, welche Dienste sind wann abrufbar? Und wenn Sie dann noch sagen, es gibt zum Beispiel ganz gewisse, ich will nicht sagen Extrawürste, aber ganz gewisse Sondersituationen, dann nennt man das eigentlich Underpinning Contracts, die UCs. Es kann ja sein, ich gebe mal ein ganz simples Beispiel. Es kann sein, dass Sie sagen, Mensch, Sie haben eine Verfügbarkeit, im Büro müssen Menschen, weil Kunden Angebote bekommen sollen, im Büro müssen Menschen erreichbar sein, in der Kernzeit von 9 bis 16 Uhr. Und dann werden einige sagen, ja, Moment, aber wir haben Außendienst. Der Außendienst fährt ja morgen schon los. Die müssen eigentlich ab 7 Uhr jemanden erreichen können und auch bis 18 Uhr. Das wäre so ein Klassiker, wo man dann weitere Vereinbarungen trifft.
Und genau da haben Sie Best Practices, die bereits existieren, die bereits in der Realität angewandt werden. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, definieren Sie das mal aus einem ganz einfachen Grund. Immer wenn Sie sagen, wir verstehen uns so gut und alles ist toll, wissen Sie, wie lange das klappt? Genau so lange, bis es zum ersten Konfliktfall kommt. Und dann eskaliert es sehr schnell, schlimmstenfalls auf formaler Ebene, somit in Sachen Rechtsstreit, weil Leute halt dann sagen, da wir nicht definiert haben, müssen wir im Gesetzbuch wählen und sagen, dann machen wir es eben auf die Art. Die Frage ist, möchte man so zusammenarbeiten? Und die Antwort darauf ist natürlich ein klares Nein. Und deswegen ist wichtig und auch richtig, es vorher umfassend zu definieren. Es ist ein einmaliger Aufwand und der ist auch da, keine Frage. Aber danach haben Sie es ganz klar geregelt und niemand kann mehr sagen, das wussten wir nicht vorher. Übrigens auch sehr wichtig im Recruiting, denn Menschen möchten halt gerne wissen, woran sie sind. Ich kann Ihnen das selber aus meinem eigenen Umfeld bestätigen, dass jetzt gerade zuletzt in meinem direkten Umfeld Arbeitsverträge abgelehnt wurden, weil bei der Frage, wie sind denn die Arbeitszeiten, es ging da auch um eine Ingenieurstätigkeit im Kundenkontakt und da hieß es ja, schon 45 Stunden plus. Wenn der Kunde anruft, muss man halt da sein, als dann nur ein paar Rückfragen gestellt wurden, wie es denn, was das denn heißt, Wochenende, Weihnachten, Freizeit, Familie und so weiter, hieß es, naja, könnte man nicht genau sagen, ist schwierig, gibt es jetzt nichts Schriftliches zu, Arbeit ist halt Arbeit, muss man halt da sein. Ja, und wenn Sie mit solchen Aussagen kommen, während im Wettbewerb ganz klar gesagt wird, wir haben hier ganz klare Service-Level-Agreements mit unseren Kunden. Kundenwissen, Verfügbarkeit ist von 9 bis 15 Uhr in der Kernzeit. Bei manchen speziellen Projekten Stunde vorher, Stunde nachher, dann wissen Menschen, woran sie sind. Und das ist extrem wichtig, denn das Thema Work-Life-Balance, das werden Sie mit Sicherheit nicht vom Tisch bekommen. Richtigerweise, denn Sie möchten auch nicht, dass Ihre Mitarbeitenden irgendwann abwesend sind durch schwere Krankheit, die eventuell daran liegt, dass nie definiert wurde, wann ist eigentlich Arbeit und wann ist eigentlich Freizeit? Da gibt es noch jede Menge mehr. Wenn Sie einmal unter expert.nb-networks.com gehen, da Ihre E-Mail-Adresse eintragen. Jede Woche Mittwoch gibt es frühmorgens eine Mail von mir. Darin ist alles drin, was ich die Woche über publiziert habe. Komplett ohne Berechnung für Sie dann auch im Zugang. 100% Inhalt garantiert werbefrei. Und wenn jetzt einige sagen, Mensch, da, also übrigens vielen Dank für die E-Mails der letzten Wochen, wirklich sehr schön, auch sehr, sehr sachliche Fragen, wenn man sich nicht einig war mit meinem Blickpunkt und gute Gespräche auch im Hinblick auf, wie spricht man dann darüber und wie wird man sich einig, wirklich sehr, sehr vorbildlich, vielen Dank dafür. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, da habe ich einen Punkt gerade in Sachen Arbeitszeit und Verfügbarkeit mit Kunden und diese 24-7-Verfügbarkeit, ganz entscheidender Punkt, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, nb@nb-networks.com und dann unterhalten wir uns da gerne. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wir haben eigentlich direkt jemanden, der müsste das mal definieren. Also wir bräuchten jemanden im Bereich Seminare, Vorträge, Coaching, Beratung oder im Bereich Mentoring oder wir brauchen jemanden für länger, Projekt, Interimsmanagement, jederzeit gerne. Aber wenn Sie sagen, ich möchte einfach nur mal kurz schnacken und habe da ein paar Fragen zu, ebenso jederzeit gerne, kostet Sie keinen Cent, nb@nb-networks.com und ich freue mich da auf Ihre E-Mail. Denn jetzt gilt anwenden, anwenden, anwenden. Denn nur wenn Sie anwenden, was Sie jetzt hier gehört haben, werden Sie die Veränderung sehen, die in Ihrer Organisation, die positive Veränderung, die in Ihrer Organisation dazu führt, dass solche Konfliktherde in Zukunft nicht mehr auftreten. Ich wünsche viel Erfolg bei der Anwendung und für diese Woche erst einmal vielen Dank für Ihre Zeit.